Gute, meine Freunde, willkommen zum neuen WWE Supercard Video. Schön, dass ihr noch eingeschaltet habt. Es ist für mich total ungewohnt, WWE Supercard zu sagen. Momentan sage ich ja nur Star Wars Unlimited Video, weil ich auf den Zweitkanal so reinpushe. Wer Trading Card Games mag, sollte unbedingt da mal gucken. Aber heute will ich darüber nicht reden, sondern ich will darüber reden. Ah, nee, falsche Seite. Über WWE Supercard und mich. Ich hatte phasenweise, ich habe jetzt ja das Päuschen gemacht, phasenweise habe ich wirklich aufgehört zu spielen und habe auch gedacht, weißt du was, ich fange nie wieder an zu spielen, ich brauche es gar nicht. Dann war mir ein bisschen langweilig jetzt letzte oder vorletzte Woche, das coole Street Fighter Event war da, man hat relativ easy coole Karten bekommen. Ja, and hello, I'm back. Back, aber nicht so back wie früher, da will ich jetzt heute drüber reden und natürlich euch mal ein bisschen so meinen Status in Supercard zu zeigen. Ich würde es natürlich interessieren, ist noch irgendjemand da? Hallo, Echo, gibt es noch jemand, der WWE Supercard bei mir guckt auf dem Main-Channel? Dann gerne mal Kommentar, Daumen, wie steht ihr gerade zu Supercard? Seid ihr Freunde, seid ihr keine Freunde? Seid ihr, ja, durch? Ich war auch meine GU-Battle-Packs noch aufmachen, die ich da noch abgestaubt habe, weil ich habe auch GU gespielt, ja, unglaublich. Aber erstmal lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Pause genossen. Ich feiere total mein neues Hobby mit dem Trading Card Game. Das ist, hat halt, ja, kostet mehr Geld wie Supercard, das muss ich schon sagen. Aber ich gehe halt raus. Und wenn ich halt viel rausgehe, heißt es, ich kann auch nicht mehr so viel streamen. Aber tatsächlich ist das das Größte, was mir fehlt, das Streamen. Und Supercard hat mir ehrlich gesagt auch ein bisschen gefehlt, aber ich werde jetzt gucken, dass ich irgendwie wieder streame. Ich kann jetzt heute, will ich das noch nicht festlegen, wann der nächste Stream ist, weil zum Beispiel die Woche bin ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils Karten spielen. Das heißt, ist halt die Zeit ein bisschen knapp für Stream und darum habe ich es mir aber vorgenommen, wieder zu streamen, vielleicht dann am Wochenende, weil ich es schon sehr, sehr, sehr vermisst habe zu streamen und mit dem ein oder anderen von euch mich zu unterhalten und also im Stream zu chatten und so weiter. Ihr kennt das ja noch. Und darum habe ich da schon Bock drauf. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob jemand da noch ist, hier, hallo, oder nicht. Gut, jetzt gucken wir erstmal hier meinen Krempel an, bevor wir in die GU-Packs gehen. Wie gesagt, das Street Fighter Event, jetzt nicht so, dass ich das übermäßig cool fand, aber natürlich hat man halt über das Tournament schon relativ easy Karten bekommen. Das muss man schon sagen. Und natürlich war noch hier das Bunches of Punches. Eigentlich bin ich so reingegangen, oh, weißt du was, komm, den Rey Mysterio hole ich mir einmal. Da habe ich einmal durchgecashed, nicht hart, sondern so, dass ich ihn einmal halt bekommen habe. Darum bin ich creditmäßig auch sehr blank. Aber nichtsdestotrotz, habe ich ihn mir geholt und der sah so gut aus, dass ich gedacht habe, oder muss ich mir noch einen nächsten holen? Und dann habe ich gesehen, wie easy man im Tournament die Pros kriegen kann. Und dann war ich doch wieder ganz knapp unter der neuesten SummerSlam-Stufe. Und dann habe ich gedacht, naja, dann kannst du auch weiterspielen. Und das habe ich gemacht, ich habe es genossen und darum, ja, wie gesagt, hier bin ich. Nachdem ich das hier gesehen habe, also das ist ja schon frech gut. Also das ist so wirklich die oberste Stufe an ich habe mich dazu entschlossen, sie nicht mir zu holen. Aber natürlich hätte ich sie sehr, sehr gerne. Darum mal gucken, was ich da die nächsten Tage und Wochen mache. Aber ja, die Karte ist schon nice und das hat mich dazu bewegt. Wieder ein bisschen mehr. Nicht so hart wie früher, das sage ich direkt dazu. Aber ein bisschen mehr in Supercard zu schauen. Ihr seht's, ich habe ein paar Tage, also ich habe ein bisschen gespielt, aber wahrscheinlich sind die Hälfte von euch schon im Battle Pass durch. Das mache ich nicht mehr. Ich spiele gemütlich, ich zocke gemütlich. Ich werde auch Events spielen. Erst habe ich mir überlegt, na, weißt du was, Events spielst du gar nicht mehr. Dann habe ich das bisschen GU gespielt und man ist ja trotzdem relativ gut durchgekommen. Darum, ich gucke, dass ich mir die Karten im Event hole, aber nicht mehr Heroic gehe. Und dann gucken wir mal, wie wir uns da streammäßig nochmal einfinden, dass wir da ein bisschen zusammenzocken können. Das heißt, mein Plan ist, WWE Supercard zu spielen, ein bisschen Marvel Snap oder irgendwelche anderen Kartenspiele zu spielen und natürlich hier mein Trading Card Game auch ein bisschen im Stream mit den Leuten, die es halt interessiert, zu zocken. Gut, das ist erstmal lange Rede, kurzer Sinn. GU-Packets wollen wir noch gleich aufmachen. Ich zeige euch mal aktuell, was ich so habe. Genau, hier habe ich noch was zu Proen. Kampagne, mein Deck ist halt noch nicht so geil wie das High-End-Deck. Darum quäle ich mich noch ein bisschen in der Kampagne. Aber die letzten zwei, die ich bekommen habe, einmal eine Doppel-Aska voll trainiert, einmal eine Dreifach-Aska voll trainiert. Und halt hier seht ihr, muss ich noch ein paar von diesen Street Fighter-Karten sprohen. Eine Bailey habe ich noch gezogen. Hier ein Montes Ford habe ich noch gezogen. Vielleicht war der auch, weiß ich gar nicht, wo er herkam. Und wenn wir mal gucken auf die neue Stufe. War ein bisschen unsmart von mir, dass ich in der GU mir nicht die Karte vorher gecraftet hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wer von denen es war. War es Escobar? War es Berto? War es Coffee? Ich weiß es nicht mehr, aber ich hätte mir die Karte proben können.
wie das wahrscheinlich viele von euch gemacht haben. Ich habe das leider verpeilt. Hab hier noch einen Austin vom Dustboard bekommen. Ich hatte einen Superpull, da war, glaube ich, Seamus drin. Also in einer der anderen Gelbpfeile, ich habe nur Gelbpfeile im Übrigen, war aus dem Superpull. Einer natürlich mit dem Stufenaufstieg, einer hier oben mit dem Leather-Gedöns. Also darum, und den Mr. Bison halt aus der Quest, der halt auch extrem cool ist. Leider habe ich von der Daily Streak immer eine verpasst. Jetzt versuche ich bei der aktuellen aufzupassen. Wenn wir mal mein aktuelles Deck angucken, einfach mal hier die Top 8. Das ist mein Top 8 Deck. Hier bin ich Anfang SummerSlam. Wie gesagt, ist in Ordnung. Ich habe ja noch ein paar von denen hier zu proben. Sowohl bei den Männern eine, als auch bei den Frauen eine, die halt mich dann wieder ein bisschen höher pushen. RTG bin ich noch irgendwie so auf Enigma. Ich weiß gar nicht, was für ein Event ist am Wochenende. RTG oder RD. Es ist egal, da ich in der GU war ich leider noch nicht auf der neuen Stufe, als die gestartet ist. Da bin ich erst halt zum Start des Events quasi hochgestiegen. Dann durfte ich ja nicht mehr über die Eventkarte spielen. Hab mir halt nur die normale höchste Karte für mich geholt. Und darum lohnt es sich für mich auch nicht, das nächste Event durchzugrinden. Da hole ich mir auch, wenn, je nachdem, wie Zeit und sowas da ist, aber hole ich mir auch nur die SummerSlam-Karte. Wie gesagt, so sieht mein Deck aus und da kommt ja noch der ein oder andere Pro dazu, dass es nochmal ein Ticken besser wird. Dasselbe natürlich bei der RD und ich habe mir auch 3 Slots erspielt und auch die Woche davor hatte ich sogar schon 3 Slots. Also wie gesagt, die Lust an Supercard ist irgendwie noch da und natürlich die Interaktion mit euch da, die vermisse ich auch ehrlich gesagt schon ein bisschen. Darum gucke ich mal, wie ich da wieder da komme. Ich will das Video erstmal machen, damit es hier irgendwie online ist. Und jetzt sage ich, habe ich glaube ich alles gesagt, was ich erzählen wollte. Habe ich hier noch, habe ich ignoriert. Ja, hier habe ich noch die GU-Packs und sonst nichts anderes drin. Und darum würde ich sagen, ich habe auch nicht alle gespielt, sondern immer halt nur, wenn ich Zeit hatte. Wir gucken mal, was wir hier draus kriegen. Hier kriegen wir schon mal einen Draft-Pick. Dann ein paar Karten, die wir, oh guck mal, Randy haben wir sogar noch nicht pro. Sehr schön. Dann noch ein Draft-Pick. Das ist gut, dann ist wahrscheinlich in jedem ein Draftboard. Aber mein Draftboard ist relativ voll, weil ich ja hier den Dings gezogen habe. Ne? Habe ich euch ja gerade gezeigt. Aber wir kriegen so natürlich wieder ein bisschen Futter. Oh, guck mal, ein paar Riesen habe ich doch schon umgehauen. Und da sind halt die ganzen WrestleMania-Karten, die jetzt nicht mehr so gut sind. Aber bei den Womens würde ich sagen, nehmen wir die noch mit. Auch hier ist ein Draft-Pick drin. Cool, cool. Und eins haben wir noch. Das heißt, wir haben irgendwie so 5, 6 Draft-Picks. Oh, sogar auch eine Enigma-Karte. Und sogar eine Carrie Zane. Also eine Woman nehmen wir auf Enigma auf jeden Fall noch gerne mit. Gab natürlich auch immer ein bisschen XP, aber ansonsten hier nichts. Müsste ich mal wieder im Briefkasten aufräumen. Und wir gucken, wie viel haben wir? 5, 6 Draft-Picks. 6 Dustpicks, aber hier ein grandvolles Board. Darum, immer die Nummer 1 nehmen. Sehr schön. Guck mal, kaum schon wieder ein Gelbpfeil. Gibt's mit SummerSlam nur Gelbpfeile oder sowas? Ich mag die SummerSlam-Karten, das muss ich schon sagen. Wir nehmen nochmal die erste. Wackelt leider nichts. Das ist aber schlecht. WrestleMania-Manager auch. Oh, wow. Randy Joe mit einem sehr gruseligen Bild, muss man schon sagen. Wow, also das ist schon hier. Ich glaube, das Spiel möchte mir irgendwas sagen. Das Spiel möchte mir was sagen. Leider wieder nur WrestleMania. Noch 2 haben wir. Diesmal ist es nichts mit ersten und letzten. Na komm, dann ballern wir irgendwo rein. Und haben back-to-back 2 Karten bekommen, was schon relativ nice ist. Logan Paul und Wendy Cho. Wir gehen nochmal hier hin. Also Logan Paul hatten wir ja, glaube ich, noch nicht. Also nichts kombinierbar. Aber trotzdem die ein oder andere Karte, die für uns neu dazugekommen ist. So, Leute, ich will es jetzt nicht in die Länge ziehen. Ich wollte nur mal sagen, es gibt mich noch auch auf meinem Main-Channel. Wie gesagt, Support auf dem Zweit-Channel freue ich mich natürlich auch drüber. Aber es gibt mich noch auf dem Main-Channel. Ich werde mir überlegen, was wir wie machen, wie ich es zeitlich unterkriege, mal regelmäßig gelegentlich den Stream anzumachen mit ein bisschen Supercard, aber halt auch den Fokus auf die weiteren Sachen, die mich interessieren. Und Leute, jetzt sage ich einfach mal, macht's gut. Wir sehen uns. Haut rein.